Schaeffler in Herzogenaurach, da gibt es ein weiteres spannendes Thema für mich zu entdecken. Es geht um die additive Fertigung. Und jeder von Ihnen kennt den 3D-Druck. Das ist allerdings nur ein Teil der additiven Fertigung. Solche Schätzchen hier kann man damit beispielsweise herstellen. Aber ich habe zwei Experten bei mir, die mir dieses Thema jetzt ganz genau erklären. Hier sitzt bei mir einmal Carsten Merklein und Dr. Daniel Gerhardt. Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Beide von Schaeffler und beide mit dem Thema additive Fertigung beschäftigt. Vielleicht können Sie mir noch mal ganz genau erklären, was ist das denn? Im Gegensatz zur klassischen Fertigungstechnologie, wo man aus einem massiven Klotz Material durch Zerspannung Material abträgt und entfernt, wird hier additiv Stück für Stück, Schicht für Schicht das Bauteil aufgebaut und nur Material an die Stelle hingebracht, wo ich auch später Material haben möchte. Also additiv im Sinne von Material zu Material hinzugefügt. So wie Addition in der Mathematik wird das Material zusammen addiert sozusagen. Exakt. Und dann haben wir hier ein solches Werkstück, das gehört ja, soweit ich weiß, zur Gruppe Rapid Technology. Warum braucht man solche Stücke und wem zeigt man das? Also wie geht das weiter mit einem solchen Werkstück? Ja, das war jetzt ein Exponat aus dem Bereich Motorsport. Da ging es vor allem darum, die Form des Fahrzeugs, in diesem Fall des Rennfahrzeugs, darzustellen. Zum Beispiel, um eben nochmal zu überprüfen, ob die Geometrie korrekt ist, um möglichst schnell eben auch nicht nur ein Computermodell zu haben, sondern ein reales Bauteil. Also das heißt, ich kann mit so einem Modell dann auch schon Windschnittigkeit und sowas testen beispielsweise? Ja? Könnte man bewerten. Und wenn ich jetzt diese Rapid Technology noch ein bisschen weiter führe, welche Vorteile hat das denn für mich? Was kann ich denn damit alles meinen Kunden letztendlich zeigen? Also Sie können natürlich einerseits solche schönen Stücke machen, wo man Design oder konstruktive Ideen visualisieren kann, um zu diskutieren. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch Funktionsprinzipien relativ schnell erläutern. Und drittens, wenn man noch einen Schritt weiter geht, ich kann nicht nur ein Teil auf den Tisch legen, sondern ich kann dem Kunden auch ohne ein Werkzeug zu benötigen, relativ schnell ein Teil geben, das er in seiner Applikation auch erproben kann. Also funktionelle Prototypen, ohne die klassischen Fertigungsverfahren anzuwenden und auf der anderen Seite dabei sehr schnell zu sein, sodass man auch Designzyklen relativ schnell in Funktionsbauteile umsetzen kann. Jetzt haben Sie gerade Werkzeuge erwähnt. Das ist ja auch etwas, was man mit der additiven Fertigung ja perfekt realisieren kann. Denn es gibt ja ganz besondere Werkzeuge auch, wo beispielsweise ein Kanal in einer ganz bestimmten Stellung sein muss. Und soweit ich weiß, hat man das ja früher gefräst und dann ging es irgendwie um die Ecke. Das ist jetzt mit der additiven Fertigung eine ganz andere Geschichte, oder? Das ist ein Beispiel, das stimmt. In dem Fall hat man sogar die Kanäle bohren müssen, hat dann Teile wieder verschließen müssen, also sehr umständlich. In so einem Fall würde ich zum Beispiel in ein Spritzgusswerkzeug den Kühlkanal, den ich benötige, direkt eindrucken oder additiv fertigen. Und nicht zuletzt wäre nicht nur der Kanal drin, sondern er könnte auch eine viel komplexere Geometrie haben, als wenn ich das Ganze durch Bohren zum Beispiel realisieren müsste. Jetzt muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Wenn ich diese Teile anfertige, wir haben gerade von Fräsen gesprochen, Werkzeuge beispielsweise. Wenn ich fräse, habe ich Abfall. Ist das nicht auch ein großer Pluspunkt bei der additiven Fertigung, dass ich da eben keinen Abfall habe? Jetzt stellen Sie sich vor, wir würden ein Haus bauen und würden dazu einen 11 x 12 x 10 Meter großen Block aus Beton gießen und dann mit einem Presslufthammer die Türen, die Räume, die Fenster etc. hineinfertigen. So fertigt die Industrie im Moment in großem Maßstab Teile über Zerspannungstechnologie. Es ist natürlich sehr viel Abfall, der dabei entsteht. Sehr viele Späne, die entstehen. Wobei die Späne natürlich dann als Ausgangsmaterial wieder der Erzeugung neuen Grundstoffs zugeführt werden können. Also es ist schon ein Recycling-Kreislauf. Aber zunächst kaufe ich erstmal ein Kilo Material und mache dann daraus 350 Gramm Werkstück und habe 600 Gramm oder 650 Gramm Abfall. Erstmal. Bei der additiven Fertigung habe ich auch einen kleinen Betrag an Abfall, aber der liegt irgendwo im Bereich zwischen 5% und 10%, wenn man es intelligent macht. Also additive Fertigung ist auch ein Nachhaltigkeitsaspekt. Es ist ressourcenschonend, wobei man natürlich fairerweise sagen muss, die Materialerzeugung von konventionellem Material, also Rundstäben zum Beispiel, ist deutlich effizienter als die Erzeugung von Pulver, was im Wesentlichen der Ausgangswerkstoff für die additive Fertigung ist. Kann ich denn eigentlich tatsächlich bei der additiven Fertigung jedes Material auch verwenden?
Nein, also das nicht. Wir sind da natürlich, je nach Verfahren, gibt es spezielle Materialien. Zum Beispiel im Metallbereich ist es wichtig, dass das Material zumindest mal eine gewisse Schweißbarkeit mitbringt. Wenn ich zum Beispiel in dem Bereich denke, es ist nicht jedes Material für die additive Fertigung geeignet. Aber im Bereich Materialien tut sich auch unglaublich viel. Wir werden also sehen, heute haben wir viele Materialien, die eigentlich mal für andere Fertigungstechnologien entwickelt wurden. Und die versuchen wir irgendwie in die additive Fertigung zu bringen. Haben Sie da ein Beispiel? Ja, zum Beispiel ein typisches Beispiel von Schaefflerstellen, die wir für unsere Produkte verwenden. Das könnte man nicht eins zu eins für eine additive Fertigungsanlage so erwerben. Wir greifen da aktuell noch auf andere Werkstoffe zurück. Und die muss man eben entwickeln, Parameter finden, um die dann auch verarbeiten zu können. Jetzt haben wir hier außer unserem tollen Auto noch ein paar andere Exponate bei uns auf unserem kleinen Tischchen liegen. Vielleicht können wir da noch mal drauf eingehen, was ist möglich, denn ich weiß, das ist, glaube ich, so eine Art Demo-Box. Ne? Also Sie können mit diesen Exponaten, sind Sie unterwegs und können einfach zeigen, was ist möglich mit der additiven Fertigung. Und vielleicht schauen wir uns einfach mal die Exponate im Einzelnen an und Sie erzählen mir ein bisschen was dazu. Ja, das ist vielleicht noch mal ein schönes Stück, um auf Ihre Frage nach den Spänen zurückzukommen. Ne? Wenn wir dieses Teil hier konventionell fertigen würden, dann bräuchten wir ungefähr ein Schuhkarton großes Stück Stahl. Ah ja. Und das bleibt dann am Ende des Tages übrig. Der Rest von dem Schuhkarton landet in der Späne, im Spänefänger. Und bei der additiven Fertigung sind wir eben in der Lage, die Geometrie so zu wählen, wie wir sie brauchen, so funktionsorientiert auszurichten, wie es erforderlich ist, und nur an den Stellen Material zusammenzufügen, wo wir wirklich Material dann auch später am Bauteil haben wollen. Also wir werden jetzt nicht hier dieses Ding hier komplett schließen und dann wieder ausspanen, sondern nein, diese Features sind so gefertigt endkonturnah. Und wenn wir hohe Anforderungen an die Genauigkeit haben, dann wird noch ein bisschen nachgearbeitet. Also ein paar Späne müssen wir doch in Kauf nehmen. Aber letzten Endes ist der Anteil der Späne relativ gering. Und jetzt diese schwarze Plastikröhre quasi. Ich meine zu wissen, dass das etwas ist, wo Sie die ganzen Werte, die Sie brauchen, am Computer eingeben, richtig? Ja, das ist ein Beispiel. Wir wollen damit zeigen, was man mit computeroptimiertem Design machen kann. Yeah. Es war lange Zeit so, die Computer waren durchaus in der Lage, zum Beispiel zu sagen, ich habe ein Bauteil, das sieht grob eben wie ein Rohr aus. Ich weiß, da kommen die und die Belastungen drauf und der Computer ermittelt quasi das optimale Design. Es ist am Ende nur noch dort Material, wo es wirklich benötigt wird auf Basis der Belastung. Das Problem bisher, man konnte es nicht fertigen oder es war sehr teuer herzustellen. Jetzt mit additiver Fertigung können wir eben solche Bauteile wie das hier fertigen, wo eben nur dort Material ist, wo wirklich der Kraftfluss ist. Ja. Und dieses Bauteil ist so ausgelegt, dass ich da als normaler Mensch jedenfalls nicht so viel Torsionskraft aufbringen könnte, um das wirklich zu zerstören. Wie muss ich mir das denn vorstellen? War das vorher tatsächlich so, dass man sowas angefertigt hat und dann ausprobiert hat, so lange bis es richtig funktioniert hat? Das ist ja ein Riesenaufwand, oder war das so? Nein, man hatte ein Design und konnte berechnen, ob es hält oder nicht. Ah, okay. Aber wenn der Computer das Design optimiert hat, dann kamen häufig Formen raus, die schwer oder sehr schwer, sehr teuer herzustellen waren. Da haben wir noch andere Exponate. Ganz spannend ist ja auch dieser Würfel, den man aufklappen kann. Das ist, glaube ich, das Beispiel par excellence für die additive Fertigung, richtig? Sehr richtig formuliert. In diesem Würfel sind einige der zentralen Gedanken der additiven Fertigung sozusagen zusammengebracht. Ja. Einerseits haben wir hier einen hohen Grad an funktioneller Integration. Also wir haben hier ein Planetengetriebe, wir haben Zahnräder, die sich drehen. Und wie Sie schon sagten, man kann den auseinanderklappen, weil bei der additiven Fertigung spielt in der Regel die Höhe eines Bauteils eine große Rolle, weil die Höhe bestimmt die Bauzeit. Und wenn Z Zeit ist und Zeit Geld ist, ist das Bauteil natürlich so deutlich teurer, als wenn ich das Bauteil eben deutlich flacher fertigen kann. Es erfordert natürlich hier in vielen Fällen neues Designdenken. Ich muss mir nicht überlegen, wie kann ich jetzt die Bauteile möglichst effizient auslegen, um hier zum Beispiel diese Scharniere hinterher dann zusammenzufügen. Welche Toleranzen brauche ich hier, damit die dann passen? Sondern ich muss mir ausdenken und überlegen, wie eng müssen meine Spalte sein, dass ich hinterher das Pulver rauskriege. Ja. Es darf aber natürlich nicht schlackern, also es muss fest sein. Auf der anderen Seite darf es aber nicht so eng sein, dass es zusammenklebt bei der Fertigung. Und es gilt für alle diese Bauteile. Also wir haben hier funktionelle Integration, neue Designansätze und eben ein Design, das es auch ermöglicht, effizient in der additiven Fertigung so ein Bauteil zu fertigen. Und wie Herr Gerhard bei dem schwarzen Bauteil schon erwähnt hat, es ist ein Design, das Sie so zersparend nicht realisieren können. Und da fängt erst die additive Fertigung an, richtig Spaß zu machen.
Ja, man sieht es, dass es Spaß macht. Ist das denn vielleicht auch ein Zeitaspekt? Also kann man auch sagen, die additive Fertigung ist auch schneller? Denn letztendlich, wenn ich mir vorstelle, ich würde so ein Teil herstellen wollen, würde jedes Teil einzeln machen, müsste es eventuell aus einem Block rausfräsen, dann zusammensetzen, dann passt es vielleicht nicht richtig. Das heißt, ich muss noch nachschleifen. Sind wir da schneller? Jein. Also bei diesem Teil definitiv. Bei so einem Teil, ja. Es hängt immer davon ab, es ist eine Einzelfallbetrachtung nötig und ist auch mit ein Bestandteil des Share-Projekts, mit dem wir uns da mit der Hochschule zusammen beschäftigen, wo wir eben solche Methoden, objektive Methoden zur Analyse von Bauteilen, wo die additive Fertigung wirklich einen Mehrwert bringt. Ein Mehrwert kann sein, ein Bauteil schneller fertigen zu können. Ein anderer Mehrwert kann zum Beispiel so funktionelle Integration sein oder Zusammenfassung von Features. Herr Dr. Gerhard, jetzt haben wir gerade gehört, das ist ein Teil des Share-Projektes. Was ist denn ein anderes Teil des Share-Projektes? Also beim Share-Projekt geht es darum, dass wir haben natürlich viele Applikationen im Bereich Prototypen, im Bereich Werkzeugen. Und jetzt wollen wir eigentlich das Thema Produkte noch mal intensiv angehen. Im Share-Projekt wird es darum zu gehen, dass wir Anwendungen analysieren von Schaeffler, damit eine systematischen Herangehensweise quasi neue Produktansätze identifizieren, wo wir zum Beispiel computeroptimiertes Design realisieren, Funktionsintegration oder eben einfach nur auch eine ressourceneffiziente Fertigung realisieren und damit neue Produkte für Schaeffler finden, die wirklich den vollen Mehrwert, den wir durch die additive Fertigung haben, auch ausnutzen. Ich glaube, einen Mehrwert gibt es ja auch durch Multimaterialien, die Sie durch die additive Fertigung perfekt miteinander kombinieren müssen. Gehört das auch zum Share-Projekt dazu? Das kann man auch betrachten. Da geht es ja vor allem darum, lokal Eigenschaften zu erzeugen, die ich haben möchte. Das kann zum Beispiel von sehr harten Eigenschaften zu duktilen Eigenschaften wechseln. Oder wenn wir das hier nochmal nehmen, eben eine Eigenschaft, dass ich hier in der Mitte eine Leichtbaustruktur habe, wo ich kein Gewicht haben möchte, aber trotzdem zum Beispiel bestimmte Steifigkeiten habe. Aha. Also das könnte auch ein Betrachtungspunkt sein, ja. Um Ihnen nur mal ein kleines Beispiel zu geben, auf diese Struktur kann ich mich draufstellen und die bleibt, wie sie ist. Also das Ding ist hochfest, aber sehr, sehr leicht. Also ich glaube, additive Fertigung, das ist ein ganz, ganz starkes Zukunftsthema. Da liegt natürlich die Frage nahe, wie lange, glauben Sie, wird es denn dauern, bis man tatsächlich mittels additiver Fertigung noch größere Gegenstände, die dann tatsächlich auch nutzbar sind, realisieren kann? Also es gibt bereits additiv gefertigte Bauteile und Produkte, die nutzbar sind. Ja. Wir sind hier in Herzogenaurach, auch Heimat einiger Sportartikelhersteller. Gibt es einen, der Schuhe fertigt, die sie auch kaufen können. Sie gehen morgens in den Store, lassen ihren Fuß vermessen und kriegen am Abend ihren Schuh, der genau für sie passt und zugeschnitten ist. Was ist denn das dann für ein Material? Das sind dann Elastomere. Okay. Also wirklich Werkstoffe, die für diesen Zweck optimal zugeschnitten sind. Im Kunststoffbereich sind die Verfahren ein bisschen weiter. Im Metallbereich sind wir natürlich anderen Limitierungen unterworfen. Werkstoffeigenschaften. Wir haben teilweise Anforderungen bei unseren Produkten, was die Oberflächengüte und Oberflächenqualität angeht. Und dort wird die additive Fertigung keine Substitutionstechnologie sein, sondern einen additiven Beitrag zu einer bestehenden Fertigungslandschaft leisten. Ich muss mir überlegen, wie sieht mein additiv gefertigtes Bauteil aus, um eben diese Eigenschaften möglichst effizient additiv herstellen können und die nachfolgenden Schritte möglichst effizient dann ausführen zu können. Das ist so die Herangehensweise. Und deswegen haben wir hier noch ein gutes Stückchen Weg zu gehen. Wenn Sie von einem Weg sprechen, den Sie noch zu gehen haben, lassen Sie uns doch mal 5 Jahre vielleicht in die Zukunft blicken. Wie sieht es mit der additiven Fertigung bis dahin aus? Was sind denn so Ihre Wünsche oder Ihre Visionen für die Zukunft? Ja, ich denke, da wird die Entwicklung natürlich noch weit voranschreiten. Es ist immer sehr begeisternd, wenn man sieht, wie schnell dort der technische Fortschritt ist. Wir werden neue Materialien haben, wir werden neue Verfahren haben und wir werden hoffentlich dann auch Produktideen haben, die solche Funktionalitäten, die wirklich einzigartig sind und einen Kunden Mehrwert liefern können, die wir dann auch hoffentlich in neuen Produkten bei Schaeffler sehen werden. Davon bin ich überzeugt. Ich bedanke mich für dieses spannende Gespräch und schon bin ich wieder ein bisschen schlauer.